Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Aragami, dem rachsüchtigen Geist. Und ich hätte mir den gestrigen Part sparen können, ja, hätte ich, wenn ich schlau genug gewesen wäre und nur hierher gehüpft wäre am vorigen Part. War ich aber nicht. Ich war nicht so schlau. Es tut mir leid. Und ja, Übung macht den Meister. Bei mir bedarf es an sehr viel Übung. Wie es mir scheinen tut. Ich müsste sofort hier runter eigentlich. Aber er macht den eigenen Schatten auch nicht wirklich, ne? Jetzt ist es wieder zu spät, weil jetzt kommt der da drüben zurück. Und dann passt es schon wieder nicht, ne? Es muss halt schneller gehen. Schnell weg. Schnell weg. Der braucht halt zu lang beim Saugen. Na los, du Depp. Ach, er hat zu wenig Schattenenergie. So, jetzt ist mit dir Schluss. Und ab mit dir in die Schatten. Yeah. Gut, die zwei Kratler haben wir schon einmal. Das ist jetzt das leichtere Geschichtel gewesen, nehme ich mal stark an. Jetzt können wir darum vielleicht sogar ein bisschen was absuchen, ob wir hier vielleicht wieder eine neue Schriftrolle für uns bekommen könnten. Eine Rolleschrift. 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 Da drüben kommt ein Kratler. Rolleschrift. Rolleschrift. Ab in die Schatten. Da ist sicher. La la la. La la la. Wie sollen wir denn bitte bekommen? Rolleschrift. Rolleschrift. Puh. Okay, die Schatten. Na, halt. Na, runter. Die Schatten gehen gar nicht so weit. Dann müssen wir uns einen anderen Weg bahnen. Mal fürs Erste. Na, würdest du darüber springen? Komm, du kannst das. Ja, ich weiß, dass du das kannst. Zum Beispiel auf der Treppe dort drüben. Oder wir probieren unser Glück mit dem Kerl da vorne. Da würde ich aber den da drüben schon eher kaputt haben wollen. Kommst du da rüber? Schaffst du das? So, zumindest geht schon mal. Weißt du, der Rote, der mit dem roten Anzug, der gehört halt zuerst weg. Der da. Puh. Aha, so wird's gehen. Okay. Von oben niedermeucheln wird's gehen. Mhm. Da müssen wir eine gute Position finden. Jetzt kommt er wieder. Der Kratler. Das hinbekommen, ne? Der wäre schon bald gut, ihn unten zu ermeucheln und den da doch zuerst zu nehmen, der Kerl, der sich nicht auskennt, was er tun soll. Werden wir da vielleicht den probieren? Werden wir vielleicht den zuerst probieren? Da muss ich leider wieder hierher zurück. Na, würdest du? So. Und müsste mein Glück anders probieren. So einmal. Und so. Puh. Das war natürlich jetzt natürlich nicht so schlau. Aber ich glaube, ich habe mich gerade selber den Arsch. Also ich habe mir selber den Arsch gerettet. Ich habe es hinbekommen irgendwie. Puh, das war jetzt reines Glück. Der Kerl da. Ne?
eine scheint jetzt aber weg. Oh je. Oh je, der schreit Alarm, ne? Ja, ja. Der bringt mich um. Okay, nochmal. Scheiße. Aber war das gerade so schön? Das war gerade so schön. Es war doch so schön. Aber ich kann nichts. Es war gerade so schön. Ich hätte es geschafft. Wenn die doch nicht nur so viel labern würden. La li la, la la la. So eine Kacke, ach wie schad. La li la, la li la. Ist das Kacke, ach wie schad. La la la, la la la, la 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 la. Kann ich hier stehen? Darf wieder mich sehen, oder? Hier? Wieder mich sehen? Ja, freilich wieder mich hier so sehen. Der stürzt sich ab. Ist ja schön. Na toll, wie mache ich das denn jetzt bitte? Du bist für nix. Jetzt macht, jetzt will er blau machen, ne? Oh mein Gott. Jetzt macht er nicht mehr blau. Ja, na klar. Wieso läuft das jetzt wieder so schlecht? Was? Wo bin ich denn da jetzt? Jetzt komme ich nicht mehr rauf. Ich glaube, ich träume. Kanedo, hier, nicht koleni. Kruzifix, ich will da rauf. Du Kack. Geht ja. Alter. Es ist echt nicht leicht. Muss man echt sagen. Geh weiter. Na los, geh weiter. Mann, ey, jetzt hänge ich da schon wieder rum. Das hat gerade vorhin so schön ausgeschaut. So schön ausgeschaut jetzt. Diese Anspannung. Komm nur schön um die Ecke. Ja, komm nur schön um die Ecke, damit ich dich umbringen kann. Boah, das ist echt heftig. Und tschüss. Boah, meine Finger. Ah. Mein Fingerlein, der hat schon Sorgen. La la la. La li la. So. Wie machen wir das jetzt am besten? Ich brauche einen Schatten. Ich habe zwar einen Schatten, aber ich bräuchte auch mal einen. So, der Kerl da drüben ist weg. Passt.
Und der hier? Der Wein nicht. Ist schön. Am Dach oben? Sieht er mich? Eigentlich ja. Hier aber nicht. Der andere kommt. Aufpassen. Bisschen noch verstecken. Ist die Frage, ob er mich wieder mitkriegt. Hier ist auch ein perfekter Platz, um den umzumeucheln und Verschwindibus zu machen. Jetzt muss ich nur warten, bis der eine Kradler weg ist. Boah, nicht Licht. Kein Licht. Der schon weit genug weg ist. Schaut gut aus. Kann ich nach hier nach hinten? Na, würdest du bitte? Danke. Aber normalerweise müsste ich mich hier unten gut verstecken können. Mit Schleichmodus. Jetzt kommt er. Hoffentlich sieht er mich nicht. Ich bin nicht da. Du siehst mich nicht, du hörst mich nicht. Ich bin einfach nicht da. Den haben wir auch geschafft. Der ist auch weg. Gut. So, jetzt müssen wir mal klubschen. Wie schaut es denn jetzt eigentlich aus? Gibt es jetzt noch mehr Kratler hier oder können wir uns jetzt den da drüben schon vorschnöpfen? Genau. Vorknöpfen. Vorschnöpfen. Man schnöpft sich Gegner vor, wisst ihr das nicht? Ich müsste mich hier mal ein bisschen durchschleichen können. Hier hoch. Ach, okay, das geht nicht. Ich glaube, es vielleicht mit raufschleichen. Wenn ich sehen würde, wo der ist. Ich glaube, der macht schon wieder Kehrtmarsch, oder? Ja. Ist da oben jemand? Könnte hier vielleicht was versteckt sein? Ach so, hier wird es weitergehen. Aha, okay. Das ist dann noch ein bisschen zu früh. Oh, pst, leise. Das wäre fast zu knapp gewesen. Bist du gescheit? Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Jetzt habe ich keine Ahnung, ob es hier noch Gegner gibt. Echt spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist wieder gespeichert. Das ist ja mal ein Glück. Ist hier vielleicht irgendwo eine Schriftrolle? Oder ist hier eventuell... Ah, ich glaube da vorne, ha? Was war denn das jetzt? Mist, ich habe es zu schnell gedrückt.
jetzt, hä? Ich hab's zu schnell gedrückt, nein! Kann man das nachlesen? Kann man das irgendwo nachlesen? Schattensprung. Schattenessenz. Wahrnehmung von Gegnern, hat man das schon? Die Menge des dich umgebenden Lichts beeinflusst, wie sichtbar du bist. Das haben wir schon, Schriftrollen hatten wir schon. Schatten erschaffen. Schattentechniken, das hatten wir noch nicht, oder? Schattentechniken sind mächtige Fertigkeiten, mit denen du schwierige Situationen meistern kannst. Halte das Dollarzeichen, um das Machtrad zu öffnen und deine Schattentechnik zu wählen. Drücke mittleren Button, also das Mausrad, um die ausgewählte Schattentechnik zu nutzen. Noch was? Schreine. Schattentechniken können nur begrenzt oft eingesetzt werden. Die Punkte auf deinem Umhang zeigen dir, wie oft die ausgerüstete Technik noch eingesetzt werden kann. Näherst du dich einem Schrein, werden alle deine Schattentechniken wieder aufgefüllt. Dann ist noch was. Sakuku. Was? Sakuku. Sakaku. Sakaku? Ziele auf den Boden und drücke E, um einen Köder aus Schatten zu erschaffen. Köder locken Wachen an und öffnen so neue Infiltrationswege. Ja, ja, das ist gut. Was muss man da drücken? Am Boden E. Okay. Kage. Drücke E, um deine Schattenessenz aufzufüllen und für einige Sekunden unsichtbar zu werden. Du wirst wieder sichtbar, wenn deine Schattenessenz aufgebraucht ist. Ban Moku. Drücke E, um alle Feinde in deiner Umgebung einige Sekunden lang anzuzeigen. Feinde werden auch durch undurchsichtige Oberflächen hindurch angezeigt. Aha. Kunai. Ziele auf einen entfernten Feind und drücke E, um ihn mit einem Kunai zu töten. Was, echt? Platziere mit E eine Falle an deinem aktuellen Standort. Drücke nochmals E, um sie auszulösen und alle Feinde im Umkreis der Falle zu töten. Jetzt kommen sie raus mit den Sachen, oder was? Kurosuna. Wirf mit E eine Welle aus Schatten vor dich. Alle Feinde, die von der Welle getroffen werden, sind einige Sekunden lang betäubt. Leichen verschwinden lassen, das haben wir schon, ja. Ich glaube, ich träume. Das geht alles schon? Das geht schon? Die Punkte. Welche Punkte? Sollen wir dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 haben? Sollen das die Punkte sein? Ich hoffe mal. Das geht? Oder müssen wir das erst erlernen? Und das ist einfach nur mal ein allgemeiner Spiele-Tipp-Dings. Das könnte natürlich auch sein. Ich fürchte mal, hier gibt es leider Gottes keine Dingsgelöts. Da muss ich gerade überlegen, wie war das jetzt eben? Entschuldigung. Wie war das jetzt eben? Eine Falle mit E. Sind sicher alles. Ah, das können wir schon lernen. Warte. Kuroso markiert dein Ziel R und behält seinen Standort jederzeit im Auge. Das können wir schon lernen. Machen wir gerne. Ziel auf eine feindliche Wache und markiere sie mit R. Der Standort markiert der Feinde ist jederzeit sichtbar. Okay. Das ist aber nicht schlecht. Das lernen wir gleich. Warte mal ganz kurz. Was habe ich Trottel jetzt schon wieder falsch gemacht? Falsch gemacht. Ja, sag einmal, F3 war das, ne? Nix F3. F1, da wollte ich eigentlich hin. Ah, das ging aber auch hier, glaube ich, ne? Da. So, nochmal von vorn. Wie war das, bitte? Nicht den Schattensprung. Essenz, diese Falle möchte ich gerne wissen. Oder die Schattentechniken. Ah, mit dem Dollarzeichen, genau. Mittlerer Mausbutton, Schreine, wissen wir. Ja, dann ist das allgemein. Dann kann ich das noch gar nicht, wahrscheinlich. Ziele auf den Boden und drücke E. Ja, das wird schon so sein. Warte mal. Space. Und fortsetzen, bitte.
Also, das Dollarzeichen mit groß, also groß geschrieben, das Dollarzeichen, oder reicht es, wenn ich auf 4 drücke? Na, muss echt groß geschrieben. Oder ich kann das noch gar nicht und ich habe das jetzt nur mal mit dem. Oder es ist wieder eine andere Taste. Oder wieder, vielleicht, eventuell. Na, haut aber nicht hin. Wahrscheinlich kann hier noch nichts so weit sein. So. Ich wollte mich noch ein bisschen umschauen. Für den Fall. Okay, da geht's nicht weiter. Schaut nicht aus, dass hier noch irgendwelche Gegner werden, ha? Ich wollte auf jeden Fall nur mal schnell runterschauen, ob es eben eventuell eine Schriftrolle gibt oder so. Was haben wir da? Nix. Da vorne ist noch einer. Das sind tatsächlich noch Wachen. Hey, was tust du nicht laufen? Das wäre jetzt echt bitter, wenn ich das versemmel. Ah ja, der Talisman. Okay, scheiße, dann kann ich jetzt nicht. Oh. Ups. Hoffentlich war das jetzt kein Fehler. Stimmt, den Talisman finden wir auch noch. Ich habe Füchse immer schon gemocht. Meine Mutter hat mir oft ein Lied über sie vorgesungen. Der Neunschwanz. Soll das wirklich sein? Sollen wir dann wirklich der neunschwänzige Fuchsgeist sein? Boah, das wäre so cool. Boah, das wäre so cool. Habe ich schon mal gesagt, dass das cool wäre? Hier rundherum ist irgendwie gar nichts, ne? Was haben wir hier? Knochen. Wie immer Knochen. Hier. Auch nichts Wichtiges. Keine Schriftrollen, gar nichts. Wie armselig. Ja, da ist nichts. Und wo könnt dann? Dann würde ich sagen, wir werden Yamiko folgen, oder? Vielleicht weiß die Gute ja irgendwas. Naja. Dann hilft das wohl nichts. Können wir hier vielleicht drauf? Ja, dann denke ich mal darüber, ne? Tap, 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 tap. Ah, falsch, Entschuldigung. Hier lang. Hier war sie, glaube ich. Wo sind wir da jetzt? Ich sehe nichts. Ich sehe absolut und überhaupt gar nichts. Ich habe keine Ahnung, ob hier Gegner sind oder nicht. Doch, da drüben hatschen schon zwei. Ach, herrje. Und noch kein Speicherpunkt in Sicht.
spiele gerade. Echt jetzt? Okay, es hat noch hingehauen. Allerdings nicht mit dem Effekt, den ich ursprünglich machen wollte. Oder gehabt hätte. Schnell rüber da. Ich will mich nur mal kurz umschauen. Achso, da wären wir hier, okay. Ja. Also wenn jetzt hier Schriftrollen sind, sind die verdammt gut versteckt. Das kann man nur so sagen. Welche Stäbchen? Das Schlimme ist, kein Spielspeicherstandpunkt hier. Keiner. Gut, beim Schreien war einer, aber puh. Und was haben wir da? Sind wir hier jetzt da beim Talisman wahrscheinlich, ne? Das heißt, es ist zu früh, was ich hier mache. Oh weia, jetzt kommt er zurück. Ah, ja je. Komm! Hallo! Mein, das wird die Scheiß ma. Ach. Ja. Da unten ist auch eine Wache. Ich. Da drüben ist auch noch eine. Das ist ja nicht normal. Komm. Hallo. Oh je. Na komm. Das ist echt ein bisschen mühselig. Hallo? Trottelwache? Fällt es denn wieder um oder was? Das ist jetzt wieder ungut. Ja, das war klar. Ach, geh komm, hör auf. Ich dachte, das wird gehen. Nicht so wirklich, ne? Hm? Die hat da was. Was hast du denn da? Glühwürmchen? Vielleicht steht sie auch nur zum Spaß dort. Scheiße, scheiße, scheiße.
Nicht sauber, aber zwecksmäßig. So. Da ist noch so ein Kratler. Zwei. Wohin geht er? Aha, runter. Okay. Dann wäre es gut, den da drüben zuerst zu plätten wahrscheinlich. Bevor wir den wandelnden Typen da angehen. Das ist halt die Frage, wann und ob der umdreht. Aha, da drüben sieht uns auch jemand. Und der Part ist auch zu bei. Genau, also der Part ist dabei und vorbei auch. Also alles bye bye. So. Schnell weg. Passt. Jetzt müssten wir auch noch schnell abhauen. Puh. Das ist alles nur nicht einfach. Wow. So. Also ich glaube, so können wir es mal lassen. Naja, lassen ist gut gesagt, der Part ist vorbei. Momentan noch kein Speicherstand, was das bei so also zusätzlichen Speicherdingens. Das heißt, die paar Gegner werden wir nochmal klatschen müssen, weil für heute muss ich leider Schluss machen. Und jo, im nächsten Part hoffe ich, dass ich mich nicht ganz so dämlich anstelle und dass wir schleunigst vorankommen. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!